Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Und ich muss leider direkt am Anfang ja quasi eine traurige Ankündigung machen. Und zwar, ich muss leider Reassembly nochmal pausieren. Und zwar wahrscheinlich bis Ende März sogar. Warum erkläre ich euch jetzt einfach mal, während ich hier mit meinem neuen Laserschiff rumfliege. Es ist ja so, viele Leute wissen ja von euch, ich schreibe momentan meine Masterarbeit und habe ja auch eine Studie mit 300 Personen durchgeführt. Und meine Abgabe ist Ende März und ich bin jetzt quasi momentan so in der heißen Phase meiner Masterarbeit, wo ich jetzt die ganze Auswertung von meiner Studie machen muss und so weiter und so fort. Und ja, das ist genau das Problem. Das dauert wesentlich länger, als ich gehofft habe. Und ich habe gerade so ein bisschen Schiss, dass ich das in meinem Zeitrahmen nicht fertig bekomme. Deswegen muss ich leider momentan das Programm auf meinem Kanal ein bisschen runterfahren, beziehungsweise pausieren, wie gesagt. Wird alles wiederkommen, aber ich werde es mal leider pausieren müssen, das ein oder andere. Und Reassembly ist leider eins davon. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich werde leider nicht drumherum kommen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Also bei Reassembly haben wir jetzt schon sehr, sehr, sehr viel gesehen. Viel Neues an Content wird jetzt erstmal, glaube ich, nicht kommen, denn was ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, Reassembly ist mittlerweile aus der Early Access Phase raus und ist mittlerweile ein ja, fertiges Spiel im Prinzip. Das heißt, viel an neuem Content wird nicht mehr kommen. Aber wenn ich dann weitermache, werden wir trotzdem ein bisschen was Neues probieren. Es gibt ja noch verschiedene neue Fraktionen, die ich ausprobieren kann, die auch verschiedene Waffen dann haben. Und das könnte dann noch ganz interessant werden, aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, jetzt mal eine Pause einzulegen. Und ja, das wollte ich eigentlich mal loswerden. Die letzten Folgen werde ich aber natürlich noch ein bisschen was mit euch erleben. Also Folge 50 wird erstmal die letzte Folge sein. Und im April oder vielleicht sogar vorher schon wird es dann wieder relativ normal weitergehen. Genau. Das wollte ich mal loswerden. Was will ich noch bauen? Oder was will ich jetzt noch machen, bevor der Break kommt? Also ich hatte mir, boah, da komme ich nicht durch. Ich hatte mir überlegt, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Und da war ein Vorschlag war da dabei. Und den werde ich versuchen, heute mal umzusetzen, zumindest ein Teil, quasi einen Todesstern zu bauen. Das fand ich eine echt nette Idee, muss ich sagen. Und da werde ich heute mal mit anfangen. Also es soll relativ groß werden, das Ding. Ist ja klar, Todesstern und so, ne? Todesstern ist groß. Nur muss ich mal überlegen, welche Waffen ich dafür eigentlich benutzen will. Denn was könnte man als Todessternwaffen und so benutzen? Am besten eigentlich irgendwas, was komplett jemanden wegknallt. Bräuchte vor allem irgendeine Waffe, die extrem schnell ist. Also Velocity muss hoch sein. Also ich brauche quasi so eine First-Strike-Waffe. Also hohe Geschwindigkeit der Projektile und auf jeden Fall viel Schaden, das ist klar. Wahrscheinlich würde sich da eine Antimaterie-Kanone anbieten. Schätze ich jetzt einfach mal. Und die Minen machen wir dafür weg. So. So, und dann bauen wir einfach mal. Wie fangen wir an? In der Mitte natürlich brauchen wir Generatoren.
Generatoren, habe ich gesagt. Hallo? Und kann ich denn... Was ist denn hier los? Ach nee, Moment, so, jetzt geht's. Also, Generatoren. Natürlich große Generatoren. Wie viel brauche ich dafür? Wahrscheinlich einen Arsch voll. Das Problem an den Materiekanonen wird sein, dass ich die nur in eine Richtung feuern kann, oder? Ja, die ist hier gerichtet. Das könnte ein bisschen nervig werden, aber kriegen wir schon hin. Aber die muss ich größer machen, mal ein Stück. So. Kopieren. Drehen. Ich hoffe, das langt. So, und dann fangen wir auch schon mal an, Panzerung und so einen Krempel zu bauen. Also logischerweise wäre es am sinnvollsten, die Station mega gut zu panzern. Weil wir werden nicht schnell sein, kann ich jetzt schon mal versprechen. Also Todesstern ist jetzt nicht für seine Geschwindigkeit bekannt. Auch, was viele Leute nicht wissen, auch wenn der über einen Hyperraumantrieb verfügt. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Vor allem dann so einen richtig schweren Todesstern zum Bewegen zu bekommen, wird mit Thrust dann ganz schön schwierig. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit, ganz viele von diesen Antimateriekanonen in eine Richtung zu bekommen. Am besten machen wir es mal so. Boah, die sind ja riesig, die Dinger. Ne, Moment, da muss ich noch ein bisschen breiter bauen. Ich will am liebsten irgendwie so drei, vier Stück nebeneinander haben. Und das am besten über, keine Ahnung, vier, fünf Reihen. So. Dann kommt hier eine Zwischenwand rein. Dann kommen wieder welche drauf. Und das machen wir jetzt, ach, warte mal. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Mist, das hätte ich besser planen können, aber egal. So. Als Hauptbewaffnung sollte das eigentlich langen. Aber es ist ja so, dass wir noch Abwehr von gegnerischen Schiffen brauchen. Das heißt, wir brauchen jede Menge Burst-Laser. Die würde ich gerne benutzen. Burst-Laser, normale Laser als richtige Nahverteidigung. Aber ich werde jetzt erstmal die Form von unserem Todesstern herstellen. Weil der Todesstern ja so eine Einbuchtung hat, die werde ich jetzt versuchen, so ein bisschen nachzubasteln. So, hier ist die Einbuchtung. Kommt dahin. Das hier muss erstmal weg. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, eine Kreisform hinzubekommen. Warte mal, aber als erstes den ganzen Krempel, was ich hier in Höhe in die eine Richtung gemacht habe, der muss natürlich auch in die andere Richtung. Aber ich kopiere einfach mal den ganzen Mist. Drehe den und setze ihn auf die andere Seite, damit es von der Höhe her zumindest symmetrisch ist. So. Das Zeug kommt raus. Passt. Und daran werde ich jetzt mal anfangen, irgendwie. Oder warte mal, wir machen es ganz einfach für die Symmetrie. Wobei, das funktioniert nicht, weil das hier ist ja schon nicht symmetrisch. Boah, das wird kein Todesstern, das wird ein Todesei, glaube ich. Macht aber nichts. Soll ja nicht schön werden, soll tödlich werden. Kriegen wir das da gescheit dran? Ist das jetzt noch rund? Wird das rund oder ist das schon zu hoch gewesen?
Hier stimmt schon wieder von der Symmetrie her was nicht direkt. Ach Mist, das hier stimmt nicht. So, das muss weg. Und der Teil muss direkt da drauf. Jetzt passt's. Aber ich muss es, glaube ich, so bauen. So. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon groß? Wie groß war denn das letzte Schiff, was wir hatten? Kann ich momentan mal so gar nicht einschätzen. Aber das sieht schon größer aus irgendwie. So, und jetzt muss ich hier wahrscheinlich mit so Treppchen einfach arbeiten. Mach jetzt halt einfach mal hier so eine Ecke und kopiere es dann für alle anderen Ecken. Ich hoffe, dass das dann auch halbwegs rund wird am Ende. Also wahrscheinlich natürlich nicht, aber wird schon irgendwie funktionieren. So, wie kriege ich das hier jetzt noch gescheit zu? Passt das noch einmal da dran? Ach Mist. Das wird sogar... Ah Mist, hier haben wir jetzt eine kleine Öffnung, aber gut, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das muss ich einmal spiegeln. Scheiße, wo kommt denn das jetzt als erstes dran? Da dran. Und... Moment. Nochmal spiegeln. Ja. Da dran. Passt. Halbwegs. Oh mein Gott, sieht das komisch aus. Eine Rundung geht anders. Eine richtige. Hier nochmal spiegeln. So. Und so. Ich werde jetzt mal kurz noch Thruster dran basteln. Da werde ich da die großen nehmen. Nehme ich die hier. Und dann werden wir mal das ganze Teil testen. Weil bevor ich nicht weiß, wie gut oder wie schnell das fliegt, brauche ich gar nicht anfangen, großartig Waffensysteme da drauf zu zimmern. Kann ich jetzt endlich alles drehen? Nee, immer noch nicht. Immer nur die einzelnen Dinger. Macht aber nichts. So. Auf welchen Block kommt es? Auf den hier. Mal ein Nippel, zwei Nippel, drei Nippel, vier Nippel sind frei. Ein Nippel, zwei, drei, ein nach rechts. So. Und direkt gegenüber. Perfekt. Und jetzt müssen wir da noch welche dran setzen. Mist, das hat nicht funktioniert. Auch noch direkt gegenüber. Komm schon. Oh, jetzt will sie es nicht bewegen lassen. Doch, jetzt geht's. Den ganzen Spaß nochmal unten. Weiß jetzt nicht, ob das der richtige Abstand ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wir sind ja eh noch nicht beim Feintuning. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt. Speichern. Wie fliegt die Schüssel? Das dauert... Oh, ich hoffe, das geht jetzt schnell. Es müsste aber eigentlich ziemlich flott gehen, weil wir haben jetzt keine super wichtigen oder... komplexen Bauteile da drauf. Oh, da kommen schon die ersten Gegner. Ganz schlecht. Aber es ist auf jeden Fall schon relativ groß. Komm, nicht zerschießen, bitte. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe da noch keine Waffe. Ah, perfekt. Da bin ich down. So, bitte nochmal. So. Oh.
Das ist sogar... Boah! Das ist sogar ziemlich flott, das Teil. Und es ist tatsächlich eine ziemlich gute Erstschlagswaffe. Aber da könnte tatsächlich sogar noch mehr Bums dahinter sein. Und wir brauchen natürlich noch jede Menge Schilde. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da wird dann das Schiffchen fein optimiert. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.